Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Reise in das späte Jungpaläolithikum Marokkos. Heute möchten wir Ihnen unsere Forschung zur Fundstelle Ifri El Barut vorstellen. Die Schießpulverhöhle in Berber Ifri El Barut liegt in Nordostmarokko in der Region des östlichen Riffs, ca. 50 Kilometer südlich des Mittelmeers. Während des späten Jungpaläolithikums, also von 20.000 bis 10.000 Jahren vor heute, wurde die Höhle von Jägern und Sammlern bewohnt. Bereits in den 90er Jahren wurde die Fundstelle teilweise ausgegraben. Dabei konnten 3 Meter mächtige Ablagerungen mit vielen aufschlussreichen Funden und Befunden zur Nutzung der Fundstelle freigelegt werden. Im Frühjahr 2015 führte unser Team, bestehend aus Archäologen, Geologen und Zoologen des SFB 806 der Universität zu Köln, des Neandertalmuseums und des Museums König, eine neue Ausgrabung durch, um genauere Daten zur Nutzung der Höhle zu gewinnen. Zusätzlich wurden wir unterstützt von Studenten der Universität Rabat. Mit modernen Ausgrabungsmethoden konnten wir die 3 Meter mächtigen Ablagerungen untersuchen und eine Fülle von verschiedenen Funden und Befunden dokumentieren, die uns helfen, die Lebensweise der damaligen Menschen besser zu verstehen. Eine wichtige Informationsquelle sind Steinartefakte, die von den Jägern und Sammlern für alltägliche Aufgaben, wie zum Beispiel das Schlachten von Tieren und der Weiterverarbeitung der Haut oder dem Verarbeiten von Holz genutzt wurden. Die Steinartefakte aus der Ifri El Barut wurden aus lokalem Feuerstein hergestellt und das Ziel der Grundformproduktion waren langschmale Abschläge, sogenannte Lamellen. Diese Grundformen wurden häufig zu Werkzeugen, vor allem zu rückengestumpften Spitzen modifiziert, welche wahrscheinlich als Projektile für Pfeile genutzt wurden. Durch die Analyse der gefundenen Knochen können wir sagen, dass viele verschiedene Tiere aus unterschiedlichen Habitaten von den Bergen bis zur Ebene gejagt wurden. Zusätzlich zur Jagd wurden Straußeneier gesammelt, welche auch als Behälter für Wasser dienen können, wie es die Sahnen noch heute machen. In der zweiten Hälfte der Besiedlung der Ifri El Barut wurden nachweislich sehr viele Schnecken zum Verzehr gesammelt, sodass ihre Schalen zu dieser Zeit einen großen Anteil am Sediment haben. Für weitere Fragen und wenn Sie einige Artefakte sehen wollen, stehen wir an unserem Tisch zu Ihrer Verfügung.